Nächste Kampfrunde. Teferi. Immer noch im Schmerz. Das ist die dritte Kampfrunde, in der er kampfunfähig ist. Dritte von fünf. Andoriel. Andoriel würde potenziell auf die Paktierin schießen, wenn er sie denn sehen kann. Und wahrscheinlich ist sie im Kampfgemenge mit Abelmil. Sie ist auf alle Fälle im Kampfgemenge. Das ist ein schwieriger Schuss, weil auch Abelmil davor steht. Aber ich würde den Schuss zulassen. Okay. Also, Entfernung. Also ich würde mal zwei Schritte vormachen, weil die brauche ich, damit es nur 25 sind. Ja, 25 Schritt, Entfernung. Aber zwei freie Aktionen habe ich ja, um Schritte vorzumachen. Kampfgemenge. Sie bewegt sich. Genau, also nur mit den beiden im Kampfgemenge oder zählen die Herrschtot immer auf? Die Herrschtot zählen nicht, die sind 3 Meter entfernt. Okay, dann sind es 4 Punkte zusätzlich, dann ist nur um 10 erschwerte Probe, wenn du ihm jetzt in den Rücken schießt, ne, dann... Ach, dann ist das so. Ja. Aber dann macht es wahrscheinlich nur halben Schaden. Dann sind wir tot vor allen Dingen. Dann kommt der Kamikaze-Frigosphäre, das sage ich euch aber. Also ich weiß, warum ich schon da hinten bin und warum ich da mit meinem Auftraggeber rausrenne. Ist okay, ja, hau rein. Buffel. 20. Die 1. Die bestätigte 1. Die 1. Headshot an dem Ohr von Abelmir vorbei. Fliegt der Pfeil in die Stirn der Dame? Oder muss ich das ausprobieren? Ja, Trefferzone bitte. Also auf alle Fälle schon mal jetzt doppelt. Alles klar. Wieder in dieselbe Wunde. Ich spalte meinen. Du spaltest deinen Pfeil, ja. Pfeil. Nochmal direkt da rein. Und den Schaden? Tief. Nein. Ach ja, den muss ich auch noch. Warte mal, so funktioniert das nicht, ne? 6 ja, plus 4 sind 10, mal 2 für den Crit sind 20, so. Mal 2 für Geweiht ja, gegen also 40 TP, ne? Ja, ob das jetzt beides multipliziert wird, weiß ich nicht, aber... Ja, du, beschreib die Szene. Ja, der Pfeil fliegt an dir vorbei, aber mir ganz knapp, du siehst, wie ein Licht aus dem Bernstein dringt, als die beiden Bernsteine aufeinander prallen. Der eine, der schon in der Schulter drin steckte und ja, wie die Dame in einem goldenen Glitzer quasi auseinanderfliegt. Ja, bei mir, du ja, siehst, wie Alyssa Carfank noch 2 Meter nach hinten von dir weggerissen wird. Ihr Horn, eins von diesen 6 Hörnern, ist wohl abgebrochen. Und du kannst erkennen, wie wohl ihre Seele direkt aus ihrem Körper herausgerissen wird und ebenso wie die Hashtots nach unten gestorben sind, schiebt jetzt die Seele von Alyssa Carfing direkt nach oben in die Seelen. Ich habe eine Frage. Hinein. Ja. Normalerweise tritt der Tod innerhalb von 1-6 Mal Konstitution Kampfrunden erst ein. Ich glaube, sie ist so weit negativ, dass es ein sofortiger Tod ist, weil sie jetzt 40 TP. Also die Hashtots werden keinen Zaubertrank oder Heiltrank hervorholen. Aber ich vielleicht. Für sie, okay, ja, okay. Du kannst sehen, dass die Seele aus ihrem Körper herausgerissen wird und sie sich wohl an ihrer eigenen Hand festhält. So, dass die Seelenhand und der physische Körper Hand in Hand irgendwie noch versuchen, sich zu retten. Und so einen verzweifelten Blick auf Alastas. Soll ich noch einen Pfeil nachschießen? Schlage ich noch zu, ich stehe direkt vor ihr und drehe den Kopf ab. Warum willst du ihre Seele in die Seelenmühle schicken, wenn es eine Outside-Chance gibt, dass wir sie retten können? Ich habe meine eigenen Gründe. Die Quanions-Quest fordert ihre Opfer. Und so könnt ihr Alyssa Carfink in die Niederhöllen reißen lassen. Blickt dann noch den Fetzen hinterher, die ihr zurückgelassen habt. Der Körper verwelkt und zerbröselt zur Asche, während ihre Seele zermahlen wird. Mit den Hashtots stieben auseinander. Sieht so ein bisschen aus, als würden ihre Kutten einfach ineinander in der Schwärze sich umkrempeln. Und sie sind wohl nicht tot. Sie sind wohl nur in den Limbus entrückt oder in die Niederhöllen. Ihr seid euch nicht ganz sicher. Zumindest sind sie erst einmal weg. Nur noch Aurentian von Jilaskan, der mit seinen blinden Augen und stur weiter kämpft, wenn ihr nicht selbst tötet. Frage an Kasim und Falk. Was tut ihr mit dem alten blinden Mann? Naja, er ist offenbar nicht so richtig blind und es ist ihm offenbar wichtiger, Falk zu töten, als Angriffe zu parieren oder irgendwie zu versuchen, da wegzukommen. Erkennt außerdem, die Wahrheit. Außerdem ist die Paktierer-Situation ja sowas von eindeutig. Der wird jetzt abgemurkst.
Ich habe 4 Messerstiche in den Bauch bekommen. Ich habe noch nicht einen getroffen, ich will auch zurückstechen. Ja, auswürfeln müssen wir das nicht. Ihr könnt ihn gemeinsam töten und während Kasim ihn von hinten schwere Wunden beibringt. Werdet ihr weiter auf seinen Körper einstechen oder... Fragezeichen? Also wenn er nicht mehr zuckt, dann steche ich nicht mehr. Okay, Frage an Kasim. Ja, okay. Erzähl erst mal kurz. Ja, Frage an Kasim. Also wenn er vor dir zuckend am Boden liegt, beendest du es? Also wenn er regungslos am Boden liegt, dann geht Kasim weiter. Wenn er offenbar kampfunfähig vor Schmerzen am Boden liegt, weil er kampfunfähig ist, dann wird Kasim ihm den Todesstoß verpassen. Das ist ein Paktierer. Ich würde gegen meine Prinzipientreue verstoßen, wenn ich ihn nicht töte. Teferi, Würfel in Plus oder Minus? Dann liegt er kampfunfähig am Boden. Und die Wahl liegt im Prinzip bei Kasim. Ist deine Wahl. Also die 4. Runde, in der ich kampfunfähig bin, ne? Na ja, warte, ich kann auch noch Dinge mit Teferi machen, so leid es mir tut, alter Mann, aber ich lass dich da nicht einfach umlegen. Gut, also Kasim, willst du ihn umbringen oder nicht? Willst du nachtreten? Er ist kampfunfähig und liegt am Boden. Sankt Quanion hätte es getan. Sekunde. Jetzt würfelt er auf seine Nachteile. Zum einen, ich muss gerade gucken. Ich habe keine Gefühlskälte mehr, die mich jetzt quasi, ne? Aber ich gucke jetzt trotzdem. Ich würfel einfach eine Klugheit für mich. Stichwort befragen. Was Kasim tatsächlich tut, ist auf den Bauch drehen, Hände auf den Rücken so und da den Fuß drauf stellen. Und das Schwert so, dass es ihn nicht berührt, weil es wird ihn wahrscheinlich dann irgendwann durchdrehen. Kasim, sind da nicht noch Hashtot, um die du dich kümmern solltest? Also die sind jetzt erstmal entschwunden, okay. In den Limbus entrückt oder so etwas, aber ihr seid halt immer noch in der Nähe der Seelenmühle. Es wäre halt angebracht, wenn man von hier erstmal entflieht. Ich wollte gerade sagen, also Kasim, wenn er kampfunfähig aus dem Boden liegt, gibt er ihm nicht den Todesstoß. Er ist aber jetzt auch nicht unbedingt sanft mit ihm. Also gut. Er hat offenbar noch irgendetwas vor. Also so könnt ihr zurück über Umwege an die Oberfläche fliehen. Warte, sobald ich nicht mehr kampfunfähig bin, pass auf, er hier, der ist in der Kampfrunde, bevor ich kampfunfähig wurde, kampfunfähig gegangen. Der hier ist in der Runde danach kampfunfähig gegangen. Ich habe noch 2 Heiltränke hier einstecken, ja? Oh, er hier ist enthauptet. In den 2 Runden schon 40 Meter weiter weggebracht, weg von der Seelenmühle. Und er wird wieder zurückrennen. Bringt mich zurück. Und da können wir nicht mal mehr die Leute sehen. Scheiße. Ah, ja, okay. Also sorry, aber das ist... Im Zweifelsfall würde ich mich um die kümmern. Kampf und Fähigkeit übrigens heißt ja auch nicht, dass man ohnmächtig ist, ne? Wenn wir aus dem Raum raus sind, der alte Zauberer ist fast wütend, als er Abel mir konfrontiert. Er drückt ihm den Zeigefinger auf die Brust und er schaut ihm in die Augen und er sagt, über das Königreich des Himmels solltet ihr euch Folgendes hinter die Ohren schreiben. Das Königreich des Himmels ist ein Königreich des Gewissens oder es ist überhaupt keines. Verdammt. Zur Kenntnis genommen. Ich gehe davon aus, dass Andurel dich immer noch auf dem Arm trägt, weil du ja nicht fähig warst, was zu tun. Ja, bis eben gerade, ja. Der Zauberer versucht wieder Schritte zu machen. Genau, also dann setze ich dich auch ab. Andurel wird auch so ein paar Schritte Abstand von dir machen und dich komisch anäugen. Der Zauberer wird versuchen, dass er zwischen dem geläuterten guten Jungen, den er hat retten können, und den anderen bleibt, quasi als schützender Puffer, wird ihm eine Hand auf die Schultern legen, wird ihm tief in die Augen schauen, wird dem ehemaligen Kultisten sagen, bist sicher. Ich werde dich beschützen. Egal, was es kostet. Du wirst leben und du wirst deine Familie wiedersehen. Alles klar? Vertrauen in die Götter. Wird alles gut werden. Alter Mann, du musst mir einiges erklären. Murmelt dann Doriel, aber läuft dann auch weiter. Er will diesen Ort möglichst schnell verlassen. Ja. Also Kasim kommt relativ langsam hinterher. Sein Eisschwert ist weg. Der Mann ist sauber in 10 Meter sich selbst verknotendes Seil verpackt. Das ist ja auch cleveres Fesseln. Verzichte mal auf die Fesselnprobe. Ja. Dafür ist es eigentlich nicht vorgesehen. Man kann es nicht im Kampf einsetzen, aber der ist halt kampfunfähig.
Was? Dann nimmt er irgendein Stück Stoff, scheißegal was, knebelt ihn, zieht ihm irgendein, sei es auch nur irgendein großes Hosenbein. Hauptsache, seine Augen sind verbunden. Also er verbindet ihn, sorgt beim Fesseln dafür, dass quasi seine Hände so gefesselt sind, dass er sie nicht bewegen kann, inklusive der Finger. Ja. Also, wenn du willst, kann ich dir fesseln, entfesseln, würfeln. Nee, Quatsch. Wenn du dein magisches genau. Seil benutzt, musst du das nicht würfeln. Okay, ja, genau. Also effektiv, Kasim tut den magisch verschnüren, so als wäre er ein Zauberer und man müsste ihn am Gesten sehen und sprechen hindern. Ja, und dann wird effektiv, ne, der einfach quasi am Seil gepackt, ich darf es ja eh nicht loslassen, und hinter ihm hergeschliffen. Kasim ist nicht der Allerstärkste, er kann ihn nicht tragen. Ich will einfach keinen Augenblick aus den Augen lassen, um ihm auch nicht den Rücken zu wenden. Kasim, du verlangsamst uns. Hier, ich pack mit an. In dem Fall wird Andoriel nicht auf die anderen warten. Er wird mit dem alten Mann und eventuell dem Jungen, der da mitläuft, das ist ihm relativ egal, aber er wird mit denen rausrennen. Und erst, wenn sie oben sind, außerhalb der Festung, erst da will er anhalten. Zurück bei dem Praios-Schrein. Ja, so weit muss es nicht gehen, aber... Naja, also jetzt die Schreine, die am Rande der Dämonenbrache stehen. Ja, sowas, genau. Gut, alles klar. Also, bevor die Festung verlassen, wollte ich noch meine Taschenuhr zücken und einen Blick auf die Uhr werfen. Die Uhr, die du von Leonardo bekommen hast, die Mechanikus? Genau. Alter Eye-Owners represent. Funktioniert sie noch? Die Zeit, also, ja, die Uhr funktioniert noch. Gut, dann würde ich mir die Zeit genau einprägen und die werden wegstecken. Du hörst Satinaf über dir leise kreischen. Oder es ist nur die Seelenmühle, die dort die Seelen eine nach dem anderen wieder gebührt. So könnt ihr allesamt nach oben kommen und bleibt dort am Rande der Brache schnaufend stehen. Ja, Andoriel wird wirklich an diesem Schacht kurz stehen bleiben und dann spätestens dann den Magier auch irgendwie absetzen oder so und ihn dann anschauen. Teferi, erklär mir, was war dieser Schimmer? Was? Der Zauberer scheint ehrlich ein bisschen verwirrt zu sein. Er hat bis eben gerade seinen Fokus auf den geläuterten Kultisten gehabt. Ja, Andoriel steht so ein bisschen so, als wäre er bereit, dich wieder in dieses Loch reinzutreten. Der Zauberer sieht nicht so aus, als ob er in der Lage wäre oder willens oder darauf vorbereitet, sich überhaupt zu verteidigen. Ja. Was war dieser Schimmer? Ich hab keine Ahnung, was er meint. Da war komisches Licht. Als du mit der Kultistin geredet hast, war da purpurner Schimmer. Ach ja, sagt er. Versuch mal eine Überzeugungsprobe zu machen. Was ist mit dir, Alter? Wir haben es alle gesehen. Wenn es doch nur ein goldenes Licht vom Namenlosen wäre, aber nein, das war purpur. Und du hattest das Licht, also es ist auch schwierig, auf schlechtes Licht zu schieben, aber genau, also Andoriel... Funktioniert additiv, von hier kommt Purpur, ja? Ja, alles gut. Also Andoriel wird das sagen und vermutlich könntest du ihn vielleicht auch allein überzeugen, wenn die anderen da stehen und dem zustimmen, dann wird er sich wahrscheinlich nicht überreden lassen. Du kannst Kasim überzeugen, wenn ich nicht Menschenkenntnis kritte, das kann ich dir direkt sagen. Teferi scheint behaupten zu wollen, dass er nicht weiß, worum es geht. Nee, Kasim hat überhaupt keine Ahnung, was du mir erzählen willst. Oder andersrum, das ist halt so, ja, ist halt mir egal. Also du bestreitest das und kannst das auch so glaubhaft machen? Mich überzeugst du nicht. Abel mir nicht. Ja, Abel mir, der kommt auf deine Liste. Ein namenlos geweihter Anwärter. Ich hab schon mal gewusst, vermutet. Der kommt an meine Liste auf jeden Fall. Gut. Ja, ich würfel das auch. Auf meine auch. Ja, mit deinem merkwürdigen Gefühl. Zurück in die Stadt des Lichts, sagt der Zauberer schließlich. Er legt dem geläuterten Kultisten mit der Hand auf die Schulter. Fürchtet euch nicht. Ihr werdet sicher sein. Ja, und du belässt es dann auch erstmal dabei. Und guck dann zu den anderen. Alle wieder draußen. Wie geht es deinem Bauch? Ich müsste erstmal die Rüstung vorab nehmen. Ich bin jedes Mal dankbar drüber. Hey,
Der alte Zauberer hat ein kleines gläsernes Fläschchen. Mit dem klopft er einmal gegen die Rüstung. Klonk, klonk. Und hält das Falk hin. Ah, sehr gut. Ich steck's mir in der Tasche. Exo da einmal. Ich habe euch das nicht gegeben, damit ihr es euch aufheben könnt. Ich habe euch das gegeben, um euren unmittelbaren Schmerz zu bekämpfen. Also ich nehme gern den letzten. Dann drücke ich den Andorier raus. So schlimm ist es nicht. Da, ein bisschen Wundnähzeug und dann wird das schon wieder. Also Andorier nimmt ihn und versteckt, also verstaut ihn in der Gürteltasche. Du Hund. Wenn du ihn ihm gibst, dann, ja. Den endlosen Ärmeln der Gürteltasche. Gut, an der Stelle könnt ihr wieder aufbrechen in Richtung Norden, in Richtung Firun, um in der Stadt des Lichts einen Report abzuliefern beim Großinquisitor. Der wird sicherlich einiges dazu zu sagen haben. Möchte unterwegs Amel mir den alten Zauberer ins Verhör nehmen? Was willst du? Hä? Stadt des Lichts, diese beiden der Inquisition übergeben und mit Nachdruck vermitteln, dass sie nicht getötet, sondern ihre Seele gerettet werden muss. Mit echter Reue können wir jede Seele retten. Falsche Gnade. Sie hat Dämonen gerufen und wir mussten sie davon abhalten, bevor sie uns alle vernichtet. Ja. Ich habe getan, was ich tun musste. Oder war das nicht in deinem Sinne? Mach euch keine Vorwürfe. Gut. Du bist fast gestorben, Dorn. Ja, bin ich. Du schuldest mir ein bisschen was. Ich habe euch schon für morgen mitbezahlt. Wenn du morgen wieder drauf gehst, ja. Der Zauberer lacht ein bisschen, schaut aber Abel mir nochmal an. Er schaut böse zurück. Ich kann euch versichern, dass in mir keine Falschheit lebt. Die Falschheit kommt in vielen Formen und Farben daher. Ja. Doris stuckt ein wenig und beobachtet die beiden. Schlimmste Falschheit ist aber falsche Tugend. Purpur ist die schlimmste Farbe davon. Gnadenlosigkeit gegenüber denjenigen, welche wehrlos bereits am Boden liegen. Ihr hättet heute eine Seele retten können und ihr habt euch dazu entschlossen, dass ihr sie lieber in die Seelenmühle schickt, damit sie als Widersacher gegen die Kreation wieder zurück auf deren kommt, um uns heimzusuchen. Wie klug ist das, Abelmeer, hey? Es kann keine Gnade geben für Paktierer. Niemals. Doch. Nirgendwo. Wohl gesprochen. Der jenseitige Herr der Rache ist vollständig eurer Meinung. Das hat nichts mit den Dämonen zu tun. Hat alles mit ihnen zu tun. Sie haben unzählige Leben genommen und ihr schenkt ihnen Gnade? Was ist das für eine Antwort? Wenn wir nicht den Schlimmsten überhaupt Gnade schenken können, wem können wir sie dann schenken? Dann können wir gleich die Schwarzen Lande hier einladen, sich bereit zu machen. Das sage ich nicht, das sage ich nicht. Das befürwortet ihr aber. Ihr wollt sie pazifistisch die Klingen strecken, um sie einzuladen. Nein, ich sage nicht, dass wir die Klingen strecken sollen. Ich sage, dass wir, wenn wir einen Feind besiegt haben am Boden, dass wir ihn gefangen nehmen und dass wir ihn läutern, dass wir seine Seele retten. Wir machen die Welt nicht insgesamt besser, indem wir mehr Menschen töten. Wir machen die Welt insgesamt nicht besser, indem wir mehr Seelen über das Nirgendmeer schicken, in die verdammte siebte Sphäre. Wir machen die Welt nur schlechter. Das ist eure Ansicht. Ich habe eine vollkommen andere. Ich habe schon viel zu viele Paktiere wiederkommen sehen. Durch falsche Gnade. Ich musste sie laufen lassen wegen Leuten wie euch. Ist nicht so, dass jede Seele, die verzerrt ist und bei diesen falschen Götzen landet, als Dämon zurückkehrt? Genau, das kann doch nicht in eurem Sinne sein, oder? Ich sage, es ist falsche Gnade. Wenn sie entkommen, ist jede Seele, die sie opfern, ihren Götzen, eure Schuld. Eure Schuld. Und ich sage, eure Gnadenlosigkeit ist es, die dafür sorgt, dass es immer mehr von diesen Menschen gibt. Aber streitet nicht, denn ihr redet ja nicht davon, sie entkommen zu lassen. Oh, ich musste schon welche entkommen lassen, wegen falscher Gnade, weil sie nicht bewiesen antworten, ob sie wirklich Paktierer sind oder nicht. Ich weiß, wovon ich rede.
Also erzählt mir nicht von Ocean Theorien. Ja? Wie viele Familienmitglieder von denen, die wir gerade umgebracht haben als Gruppe, ha? Das ist auch auf meiner Seele. Wie viele von ihren Familienmitgliedern werden uns das vorhalten, werden das in Kirchen vorhalten? Gnadenlosigkeit kann nur mehr Gnadenlosigkeit produzieren. Jeder einzelne Mensch, der dieses Weib geliebt hat, was ihr da unten getötet habt, oder die Kultisten, die ihr dort unten getötet habt, jeder von denen wird sich seine eigenen Gedanken machen. Jeder einzelne Mensch, den ihr gnadenlos hinrichtet, wird 10 weitere produzieren, die sich ihre Gedanken machen, die Zweifel genährt sind und die sich gegen die Ordnung stellen können. Es ist sehr einfach, hier in warmen Betten von solchen Sachen zu reden. Geht in die schwarzen Länder und rettet die Paktierer, wenn ihr könnt. Aber redet nicht nur davon. Geht hin und tötet sie oder lasst sie frei oder wie auch immer, was ihr mit ihnen tun wollt. Aber redet nicht nur davon. Zauberers Mund geht kurz auf. Des Zauberers Mund geht kurz auf, geht dann wieder zu. Er blinzelt einmal und er schüttelt langsam den Kopf. Er könnte wahrscheinlich viel sagen. Aber manchmal ist es besser zu schweigen. Wahrscheinlich schweigt der Magier bis in die Stadt des Lichts komplett. Ja, nachdem er diesen Dialog angehört hat, schaut Kasim auf den Typen, der immer noch mit Falk da lang schleift. Wisst ihr? Ich habe ihn nicht gerettet, weil ich der Meinung bin, dass er es verdient hat. Genau genommen ist mir das eigentlich ziemlich egal. Priester Kaiser Noor Alexakrale. Warum haben wir den nicht geknebelt? Er kennt die Wahrheit. Kasim hat ihn geknebelt. Ich setze die Augen verbunden. Ich werde mal gucken, die anderen sind ja sowieso langsam, oder nicht so schnell, vielleicht sogar Falk. Ich werde mal schauen, ob ich ihn, er ist ja nicht sonderlich kräftig, ihn mir über die Schulter legen kann, sodass wir schneller sind.